Der heutige Handelstag ist im Grunde wie schon am Freitag geprägt durch Rundumschläge per Twitter von Donald Trump. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Heute Tweets gegen den Iran, eine harsche Drohung gegen den Iran, der Ölpreis ging nach oben. Faktisch eine Drohung gegen Amazon, Washington Post sei nur praktisch das Lobbyorgan der Washington Post, das verhindern solle, dass Amazon stärker reguliert, stärker beschränkt wird, Amazon-Aktie nach unten, aber insgesamt sieht man, dass die Dinge dann doch wieder irgendwie sich einpendeln, Amazon-Aktie wieder nach oben, Ölpreis wieder nach unten, auch am Freitag ja der Dollar zunächst abverkauft, aber inzwischen auch wieder stärker, also die Halbwertszeit dessen, was Donald Trump hier veranstaltet, wird geringer. Es ist eigentlich relativ ruhig, die Märkte in der Summe scheinbar wenig bewegt, der DAX ist sowieso, die US-Märkte eigentlich auch, aber wir hätten heute, wenn der Nasdaq negativ schließt, den vierten Handelstag in Folge mit einem negativen Schluss des einstigen Highflyer-Index. Wir haben fünf Handelstage, wenn es so ausgeht, wie es derzeit ist, dass die FANG-Aktien fallen. Heute Abend ja 22.20 Uhr, so die offizielle Uhrzeit. Da kommen die Zahlen von Google und die eröffnen eine richtig fette, dicke Woche. 35% aller Unternehmen aus dem S&P 500 werden in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen. Darunter Amazon am Donnerstag, Facebook am Mittwoch, aber wir haben auch jede Menge andere Sachen am Mittwoch. Juncker in Washington bei Donald Trump in Sachen Autozölle, das wird wirklich ein richtig wichtiges Ereignis. Heute Jamie Dimon, Chef von JP Morgan und damit praktisch der Platzhirsch der Wall Street schlechthin, der gesagt hat, ja, wenn es diese 200 Milliarden Zölle gegen China noch kommen und dann die Zölle gegen die Autos aus der EU, dann wird der Effekt der US-Steuerreform praktisch zunichte gemacht. Das erste Mal, dass hier ein wirklicher Dickfisch der Wall Street sich sehr klar positioniert und sagt, dann ist all das im Grunde für die Katz gewesen. Jedenfalls ist hier jede Menge an Dingen, die die Märkte schütteln und bewegen werden und die dann eben dafür sorgen, dass das Ganze wirklich mal etwas extremer in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Da zum Beispiel auch am Freitag das US-BIP, zweites Quartal. Und das könnte richtig rocken, weil amerikanische Firmen auf Teufel komm raus jetzt in China bestellen, um noch die Zölle zu umgehen, um noch die Waren vor der Bezollung dann zu erhalten. Da gibt es Flüsterschätzungen, die da gehen davon aus, dass da eine 5 sogar vorm Komma ist. Das wird allerdings das letzte Quartal sein, das so richtig rockt, weil dann geht es praktisch die Klippe runter, weil eben dann diese Vorzieheffekte hinten raus fehlen. Die Konsensschätzung für das BIP am Freitag der USA übrigens bei 4,2%. Also da ist jede Menge gebacken, da kommt jede Menge wirklich heißer Stoff auf uns zu. Schon 22.20 Uhr bei Finanzmarktwelt. Die Google-Zahlen, Alphabet respektive, kann ich nur dringend empfehlen, sich da mal reinzuloggen. Und wir schauen uns mal an, wie die Märkte heute sich halten, beginnend mit dem DAX, der eigentlich relativ wenig veranstaltet. Wir hatten heute ja den Nickel zunächst mal negativ. Da gab es Sorgen um eine Änderung der Politik der Bank of Japan, die früher oder später gar nicht mehr anders kann, als so langsam irgendwie ein Exit aus ihrer ultralaxen Geldpolitik zu schaffen. Dadurch der Yen stärker. Das hat den Nikkei belastet, das hat die US-Futures belastet, das hat auch dann den Handelsstart des DAX belastet. Aber der hält sich so im Bereich jetzt 12.550, kaum Bewegung, relativ geringe Handelsrange. Also da ist nicht so wahnsinnig viel los. Mal sehen, ob es dem Index gelingt, hier wieder über diese 12.650er Zone zu kommen, die am Freitag ja so butterweich nach unten durchbrochen wurde, nachdem der Index ja oft versucht hat, da diese Zone überwinden. Es hat viele Versuche gebraucht, um drüber zu kommen und schon der erste kleine Windstoß hat dafür gesorgt, dass dieser ehemalige Widerstand jetzt Unterstützung eben in der Zone 12.6 bis 12.650 dann doch relativ schnell pulverisiert wurde. Schauen wir uns mal die Herrschaften an in den USA. Da sehen wir den Nasdaq 100, der zunächst mal durchaus unter Druck war, vor allem wegen Amazon, dem Tweet von Donald Trump, Washington Post als Lobbyorganisation, die verhindern soll, dass Amazon stärker reguliert wird. Dann brachte Trump auch noch praktisch das US Postal Service ins Gespräch mithin, also die vermeintlich zu niedrigen Kosten, die Amazon hat, wenn sie Pakete über die amerikanische staatliche Post transportiert etc. Das jedenfalls hat den Nasdaq erstmal ein bisschen geschüttelt. Jetzt erholt man sich. Man denkt, ja, heute Google, das wird schon gut. Amazon wird sowieso gut. Alles wird sowieso gut. Das ist die Grundauffassung ja an der Wall Street. Der Handelskrieg hat nichts mit uns zu tun. Allerdings die amerikanischen Halbleiterwerte heute wieder unter Druck, weil man da ahnt, da könnte
doch einiges kommen, denn diese Firmen machen sehr viel Geschäft in China. Schauen wir uns den S&P 500 an, um und bei einfach an der 2800er Marke. Da tanzen wir schon eine Zeit lang rum, ohne uns nach oben oder nach unten irgendwie wirklich nachhaltig absetzen zu können. Wir sehen den Dow Jones auch hier nach wie vor im Bereich der 25.000er Marke relativ wenig verändert. Schauen wir uns jetzt mal in Richtung Devisen um und dann sehen wir den Euro-Dollar bei der 1,17er Marke. Wir waren schon deutlich höher, 1,1750 heute im Hoch, kommen jetzt wieder so ein bisschen zurück. Was auffällig ist, wir haben jetzt plötzlich einen Anstieg der US-Renditen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe, die 22 Handelstage in Folge in der 2,8er-Range gehandelt und geschlossen hatte, also 2,8%, die ist heute über die 2,9% gerauscht, 2,94%. Warum auch immer, da ist also praktisch so eine Art Safe Haven Play am Start. Man kann hier nur Vermutungen anstellen, jedenfalls relativ starke Bewegung der US-Staatsanleihen, die 10-jährige 5 Basispunkte. Das ist schon eine Hausnummer und wir sehen vor allem, dass hier der Yuan wieder abwertet, Dollar-Yuan wieder über der 6,81er Marke. Und Donald Trump hat ja wahrscheinlich versucht, auch den Dollar zu schwächen mit seinen Attacken am Freitag gegen die Fed, gegen die Zinserhöhungen der Fed, aber es hat scheinbar keinen großen Eindruck hinterlassen. Yuan wieder schwächer, Dollar stärker, obwohl Chinas Außenministerium heute gesagt hat, ja, wir haben es gar nicht nötig, unsere Währung zu schwächen, da brauchen wir, sind wir gar nicht drauf angewiesen. Gehen wir weiter hier zum Dollarindex, der hier die 95er Marke ja nicht nachhaltig überwinden kann. Jetzt haben wir die 94er Zone erstmal verteidigen können. Dieser Rebound des Dollars hatte dann auch wieder Gold unter Druck gebracht. Mein kurzer Anstieg hier in Richtung 1233 hat nicht wirklich nachhaltigen Effekt gehabt. Jetzt sind wir schon fast wieder 10 Dollar tiefer, 1225. Wir sind bei Silber bei 15,40 Dollar. Auch hier ähnliches Bild, ist auch irgendwie keine Entspannung in Sicht. Ist davon auszugehen, dass der Dollar weiter Stärke zeigen wird, denn Dollarstärke heißt nichts anderes als ein Stresssymptom. Wenn die Welt in Dollar verschuldet ist, und das ist sie überwiegend, dann ist Dollarstärke ein Symptom dafür, dass die Dollars aus diesen Ländern rausgesaugt werden. Warum? Weil man eben skeptischer ist seitens der Investoren, dass diese Länder vor allem aus den Emerging Markets ökonomisch eine sehr große Zukunft haben in Zeiten des Handelskrieges, der jetzt möglicherweise auch noch ein Währungskrieg wird, und dadurch werden eben diese Dollars abgesaugt, werden zurückgeholt. Das verschlimmert die Probleme vieler Länder, denn die brauchen ja unbedingt Dollars, um ihre Schulden bedienen zu können. Wir sehen den Ölpreis, der zunächst profitieren konnte von dieser harschen Drohung, macht das nie wieder, hatte Donald Trump Richtung Iran gesagt, uns hier zu bedrohen, wobei Rouhani, der Staatschef Irans, naja, gedroht, er hat nur von der Mutter aller Kriege oder die Mutter aller Frieden gesprochen, wie auch immer, jedenfalls die Gewinne bei Öl haben nicht gehalten, weder bei dem WTI als auch hier bei Brent, noch in diesem Aufwärtstrend, den wir seit einigen Tagen haben. Aktienseitig haben wir die Lufthansa, die heute unter Druck ist, weil Ryanair heute Zahlen gebracht hat und vor allem Ausblicke gebracht hat, die doch sehr enttäuschend waren. Warum? Weil erstens die Streiks viele Ticketkäufer davon abgehalten haben, bei Ryanair zu buchen, und auch das Wetter sei sehr heiß gewesen, daher auch sozusagen weniger Bedürfnis scheinbar der Leute Nordeuropas, wo diese Hitzewelle ja ist, in den Süden zu fliegen und damit Ryanair zu fliegen. Wir sehen Tesla heute unter Druck, nachdem Berichte oder das Wall Street Journal berichtet hat, dass Tesla Lieferanten praktisch animiert hat, gefordert hat, dass diese Lieferanten Gelder zurückzahlen, um es Tesla zu ermöglichen, profitabel zu werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist in etwa so, als wenn BMW praktisch Continental sagt, naja, zahlen wir mal ein bisschen zurück, dass wir endlich mal profitabel werden. Das ist unglaublich. Schauen wir uns Amazon an, die sich wieder erholen können, jetzt bei der 1800er Marke. Donnerstag die Zahlen von Amazon, kann sich wieder erholen. Wir waren schon weit über 2% im Minus gewesen zwischendurch, größter Fall seit Mitte Juni. Und wir haben interessante Entwicklungen bei NXP. Das ist ein holländisches Chipunternehmen, das eigentlich vom amerikanischen Chipunternehmen Qualcomm gekauft werden sollte. Aber China verweigert bisher seine Zustimmung. Jetzt hat NXP eine Deadline gegeben. Bis Mittwoch muss diese Zustimmung da sein, sonst wird der ganze Deal abgebrochen. Dann muss Qualcomm eine sogenannte Breakup-Fee von 2 Milliarden Dollar bezahlen. Aber es wäre das Zeichen der Chinesen, dass sie sagen, Junge, wenn du nicht mit uns spielst, dann spielen wir eben auch nicht mit dir und lassen diesen Deal praktisch absagen. Und wir haben
Abschließend eben eine Google, die sich weiter gut hält, obwohl ja 4,3 Milliarden Dollar an Euro an Strafe gezahlt werden müssen an die EU-Kommission und das Geschäftsmodell von Google, naja, sagen wir mal, nicht einfacher wird, nicht nur in der Eurozone, sondern potenziell eben das Problem ist, wie bei eben anderen US-Tech-Werten wie Amazon, dass sie nur im Westen wirklich die dicke Nummer sind, aber nicht auf der ganzen Welt. Und das ist ein Prozess, der so langsam in die Hirne möglicherweise der Investoren tröpfeln könnte, dass man hier praktisch die beste aller Welten kauft. Wo soll noch das Wachstum hingehen in einer westlichen Welt, die ja tendenziell eher stagniert, als ins Unendliche zu wachsen, während Wachstumsregionen im asiatischen Bereich von diesen Unternehmen gar nicht bespielt werden und durch die Aktionen von Donald Trump auch gar nicht mehr bespielbar sind, möglicherweise. Wir werden sehen, heute 22.20 Uhr, reinschauen bei finanzmarktwelt.de, da kommen die Zahlen von Google respektive Alphabet. Das wird der nächste Market Mover, bevor es dann am Mittwoch nochmal richtig knallt, mit den Zahlen von Facebook, mit Juncker bei Trump und die ganze Geschichte dann richtig dynamisch weitergehen wird. Jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend Ihnen. Bis dahin, ciao.